wieder eine Seite geschafft. Die nächste, bitte. Nun wart's ab, ich muss erst mal lesen. Na ja, lies aber nicht zu lange, das dauert ja. Hör mal, liest du oder lese ich? Na du liest, merkt man ja, wie lange das dauert. Du bist ein Streitmacher, du kannst doch überhaupt nicht lesen. Na und, dafür geht's auch schneller bei mir. Ja. Hier steht auch nix. Oh, Bassets zu verkaufen. Das Falsche. Bitte schön, Yeti. Dankeschön. Sag mal, was macht ihr denn hier? Wir lesen. Ihr lest? Ja, wir lesen die Tageszeitung von heute. Ja, und das da haben wir schon alles gelesen. Das da vor dem Mischpult haben wir alles schon gelesen. Eine merkwürdige Art zu lesen ist das. Sag mal, warum werft ihr denn die Zeitungsseiten alle weg? Na, weil wir süß sind. Wie bitte? Was redest du denn du für ein Blödsinn, Yeti? Na, für ein Blödsinn. Aber du hast doch selbst gesagt, wir werfen die Zeitungsseiten weg, weil wir süß sind. Oder so ähnlich. Ja, aber auch nur so ähnlich. Ja. Sauer! Weil wir sauer sind, habe ich gesagt, du Yeti, du. Naja, dann eben sauer. Brauchst du nicht gleich persönlich zu werden. Du streitest dich die ganze Zeit. Streitet euch mal nicht, sondern erzählt mir lieber mal, worüber ihr so sauer seid. Über diesen Haufen Papier da vor dem Mischpult sind wir sauer. Ja. Michael, das ist doch eine ganz normale Tageszeitung. Hm? Warum kaufst du dir denn eine Zeitung, wenn du dich hinterher so darüber aufregst? Weil ich am Zeitungsstand die Schlagzeile gelesen habe und da bin ich neugierig geworden. So? Was stand denn drin? Such doch mal die erste Seite raus, Yeti. Die ich gerade weggeworfen habe? Jawohl, die wir gerade weggeworfen haben. So ein Blödsinn. Erst muss ich die Zeitungsseite wegwerfen und dann muss ich sie wiederholen. Wäre ich bloß wie Malaya geblieben. Na, wo ist es denn jetzt? Mach schon! Das dauert, Michael. Da ist die erste Seite. Endlich. Aber nochmal werfe ich sie nicht weg. So, jetzt liest dir bitte die Schlagzeile durch, liebe Hanni. Ja, ja, Augenblick. Erstmal muss ich die Seite ja auseinanderknödeln. Und mach. Ja, ja. So. Und lies doch endlich. So geht's. Lies endlich. Alles wird besser. Hm? Amerikanischer Wissenschaftler macht aufsehenerregende Erfindung. Das hört sich ja interessant an, Mike. Das habe ich mir am Zeitungsstand auch gedacht. Jetzt liest noch das Kleingedruckte unter der großen Schlagzeile. Das Kleine? Lesen Sie unseren Bericht über die aufsehenerregende Erfindung auf Seite 3. Wo ist denn die Seite 3, Michael? Yeti! Ja, ja, ich mach schon. Wir brauchen die Seite 3. Da. Dankeschön. Jetzt bin ich aber gespannt. Du wirst dich wundern. Lies mal vor. Alles über die aufsehenerregende Erfindung. Lesen Sie unseren Bericht auf Seite 7. Hä? Also, das finde ich komisch, Michael. Wo ist denn Seite 7? Yeti, bitte die Seite 7. Ist schon in Arbeit. Bitte schön. Die machen es aber wirklich spannend, was? Aber jetzt. Falsch rum. So. Alles über die neue aufsehenerregende Erfindung. Lesen Sie unseren Bericht auf Seite 16. Yeti, die Seite 16, bitte. Kommt sofort. Ah ja. Das ist so wohl. Bitte schön. Jetzt will ich es aber endlich wissen. Ja. Das wollte ich auch. Mann, oh Mann. Hier. Aus Platzgründen muss unser Bericht über die neue aufsehenerregende Erfindung heute leider ausfallen. Och. Lesen Sie dafür morgen an gleicher Stelle den Bericht über die neue aufsehenerregende Erfindung. Tja. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Siehste, Hanni, siehste, jetzt bist du nämlich auch sauer. Das ist ja auch wirklich die Höhe. Nun will man alles über die neue aufsehenerregende Erfindung lesen und dann steht überhaupt nichts darüber drin in der Zeitung. Eben. Nun frag ich dich, was steht denn eigentlich in der Zeitung? Reklame. Nur Reklame. Wie teuer die Zitronen im Kaufhaus Schummelmeier sind, das steht drin in der Zeitung. Und warum man sich ein Fahrrad Marke Fußgängerschreck mit 20 Gangschaltung kaufen soll, das steht auch drin in der Zeitung. Ach, schade, schade. Michael. Und ich hätte so gerne alles über die neue aufsehenerregende Erfindung erfahren. Eben. Ich auch. Gemein ist das. Richtig gemein. Aber das lassen wir uns nicht bieten, wir drei. Wir werden was unternehmen. Ja, aber jawohl. Was? Ja.
Wir werden jetzt die Zeitung gar nicht erst mehr lange durchlesen, sondern gleich zusammenknüllen. Ja. Quatsch! Wir machen was viel Besseres. Was Besseres? Wir machen jetzt selber eine Zeitung. Oh je, wäre ich bloß im Himalaya. Ihr macht doch mit, oder? Ach, du gibst ja doch keine Ruhe, bevor du uns überredet hast. Hey. Dann mache ich schon mal lieber gleich mit. Prima, prima. Ja, ja, dann mache ich auch mit. Du auch. Womit fangen wir denn an? Ja, womit fangen wir an? Ja, zuerst brauchen wir einen guten Namen für unsere Zeitung. Ja, das ist wahr. Wie wär's denn mit Atemloser Abendbote? Oh ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Na? Aber Achtung. Aber abends sehe ich immer fern. Da habe ich keine Zeit zum Zeitung machen. Ja. Dann nennen wir sie Nimmermüder Nachtbote. Ach ja. Ich bin aber nicht nimmermüde. Nachts will ich schlafen. Ihr doch wohl auch, oder? Na ja. Wie wär's denn mit Morgenbote? Oder Mittagsbote? Nee, wenn die Zeitung morgens erscheint, dann müssten wir ja auch nachts arbeiten. Ja. Und mittags wollen wir essen. Nee, nee, das geht alles nicht. Ja, geht essen. Nicht. Jetzt weiß ich nichts mehr. Weiß nichts mehr. Ja, sag mal, Michael, vielleicht machst du zur Abwechslung ja, einen schlag Vorschlag. Ja, schlag mal selbst was vor. Ja. Jetzt weißt du nämlich auch nichts. Denkste. Am besten erscheint unsere Zeitung am Nachmittag. Dann haben wir vormittags genug Zeit, um die Berichte zu schreiben und zu drucken. Mhm. Und nach dem Mittagessen verkaufen wir unsere Zeitung. Und deshalb nennen wir unsere Zeitung... Na? Na? Neugieriger Nachmittagsbote. Neugieriger Nachmittagsbote. Das hört sich gar nicht so schlecht an. Eben. Was meinst du, Yeti? Genau den Namen wollte ich auch vorschlagen. Na. Genau den. Ja, aber was soll denn drinstehen im neugierigen Nachmittagsboten? Also erstmal eine Seite mit aktuellen Nachrichten. Oh ja, eine Seite für die Frau. Ja, eine Seite für die Katz. Eine Seite für den Yeti. Eine Seite für die Kunst. Richtig, eine Sportseite. Eine Witzseite. wie viele Seiten haben wir eigentlich jetzt schon, Hanni? Das muss ich mir eben... Wir haben jetzt Sport... Sieben Seiten insgesamt. Sieben Seiten reichen auch für einen Anfang. Reichen. Ja, aber... Du, aber Michael, das geht nicht. Nicht. Weißt du, Tageszeitungen haben immer nur eine gerade Seitenzahl. Also ich meine 4, 8 oder 16. Ach so. Ja, was kommt denn auf die achte Seite? Ja, auf was? Die achte Seite. Also darüber machen wir uns später Gedanken. Jetzt fangen wir erstmal an. Für den politischen Bericht auf Seite 1 des neugierigen Nachmittagsboten führe ich ein Gespräch mit zwei bedeutenden Persönlichkeiten unserer Zeit. Mit Max dem Mülleimer des Jahres und dem Premierminister von Helgoland. Also Max, du bist zum Mülleimer des Jahres gewählt worden, weil du... Entschuldigen Sie, Herr Katzengeist, dass ich Sie unterbreche, aber ich bin nicht Max der Mülleimer. Sondern? Ich bin der Premierminister von Helgoland. Das ist Max der Mülleimer. Was haben Sie gegen Mülleimer, Herr Premierminister? Ich verbitte mir diese Vorurteile. Ich habe nichts derartiges gesagt. Ich habe lediglich gesagt, dass ich kein Mülleimer bin. Ja, sind Sie ganz sicher, Herr Premierminister? Wie kommen Sie dazu, Herr Katzenkreis, mich als Mülleimer zu bezeichnen? Bitte, bitte! Er hat doch was gegen Mülleimer! Das habe ich nicht gesagt. Ich habe lediglich gesagt... Sie haben gesagt, dass Sie kein Mülleimer sein möchten. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das heißt, ja, ich habe lediglich... Bitte, er hat was gegen Mülleimer. Er ist auch einer von denen. Er hat was gegen Mülleimer. Nein, das ist ja nicht wahr. Einige meiner besten politischen Freunde sind Mülleimer. Nie gehe ich an einem Mülleimer vorüber, ohne ihm etwas zuzustecken. Ausreden, alles dumme Ausreden. Aber das ist doch... Wir Mülleimer stehen nicht auf Ihrer Seite, Herr Premierminister. Also ich bitte Sie... Ruhe! Jetzt bin ich ja auch wohl mal dran, nicht? Also, Max, du bist zum Mülleimer des Jahres gewählt worden. Jawohl. Und ich bin stolz darauf, ein Mülleimer zu sein. Wer hat dich denn zum Mülleimer des Jahres gewählt, Max? Meine Kollegen vom VDMM, der jedes Jahr diese Wahl veranstaltet. VDMM? Jawohl, der Verband Deutscher Metallmülleimer. Heißt das etwa, dass... Jawohl, es gibt auch noch einen zweiten Verband, den VDKM.
den Verband Deutscher Kunststoffmülleimer. Aber mit diesen Plastikkameraden wollen wir vom VDMM zu tun haben. Ja, Max, warum bist du überhaupt Mülleimer des Jahres geworden? Jawohl! Wir deutschen Metallmülleimer haben uns im Verband Deutscher Metallmülleimer zusammengeschlossen, um das Ansehen des deutschen Metallmülleimers in der Öffentlichkeit zu heben und führen deshalb diese Wahl durch. Jawohl! Presse, Funk, Fernsehen verbreiten nichts als Lügen über uns Mülleimer. Bei jedem Dreck kriegen wir eins auf den Deckel. Ja, ja, du, das stimmt, du hast ja lauter Beulen überall, du Armer. Jawohl, und deshalb wählt der VDMM nunmehr jedes Jahr den Mülleimer des Jahres, der den anderen Mülleimern ein Vorbild sein soll. Oh ja. Elegant, sauber und höflich. Ja. So wünschen wir uns den deutschen Mülleimer. Ja, ja, ja. Was meinen Sie denn dazu, Herr Premierminister? Zunächst einmal möchte ich betonen, dass meine Partei und ich für die Probleme der deutschen Mülleimer... Metallmülleimer! ...deutschen Metallmülleimer schon immer ein offenes Ohr gehabt haben. Ja, ich habe mich schon immer gewundert, was Politiker im Kopf haben. Wie steht es denn mit den öffentlich bediensteten Mülleimern, die seit Jahren vor Finanzämtern, Bundesbahnhöfen und Ministerien stehen und treu ihren Dienst versehen? Ja. Was die alle schlucken müssen, ja, ist ja und gut. Trotzdem werden immer mehr von unseren metallenen Kollegen gegen Plastikmülleimer ausgetauscht. Ja, ja. Dagegen protestieren wir vom VDMM. Ja. Und zwar auf das Allerschärfste. Ja, also Max, meine Partei und ich. Für Sie immer noch Herr Max, bitte. Herr Max, meine Partei und ich sind uns der Verdienste der deutschen Metallmülleimer vollauf bewusst. Ha! Die wollen uns Metallmülleimer zum alten Eisen werfen. Geben Sie doch zu! Na, im Zuge der allgemeinen Rationalisierung... Sie sind ein Feind des deutschen Mülleimers, das sind Sie! Aber nun hören Sie doch, Herr Max. Ich glaube, das reicht. Ich habe jetzt genug gehört für unseren Bericht auf Seite 1. Wir werden streiken. Dann können Sie sehen, wo Sie mit Ihrem Dreck bleiben. Jawohl! Herr Max, meine Partei Herren, aber ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Ist was? Guten Tag. Eins, zwei. Ich komme vom neugierigen Nachmittagsboten und hätte gern ein paar Auskünfte über Blumenpflege. Stehe gleich zur Verfügung. Augenblick noch bitte. Eins, zwei, eins, zwei. Eins, ja, zwei. Ich will natürlich nicht aufdringlich sein, aber was machen Sie da eigentlich? Turnübungen. Hat mir mein Gärtner verordnet. So halte ich mich länger frisch. Ach, tatsächlich? Eins, zwei. Das eins, muss ich mir zwei, gleich notieren. Eins, zwei. Eins, zwei. So. Jetzt bin ich fertig. Was wollen Sie denn noch wissen, junge Frau? Ja, also die Frage, die die Leserin des neugierigen Nachmittagsboten am meisten bewegt, lautet natürlich, wie oft soll man Blumen wöchentlich gießen? Was können Sie als Blume mir dazu sagen? Gut, dass Sie mich das fragen, junge Frau. Das Gegossenwerden ist nämlich auch für uns Blumen ein großes Problem. So? Ich frage Sie, wie oft haben Sie Durst? Ich? Ach ja, so ganz genau kann ich das gar nicht sagen, aber na ja, mehrmals täglich habe ich schon Durst. Sehen Sie? Und genau so geht es uns Blumen, die wir in menschlichen Wohnungen wohnen. Möchten Sie mit Ihrem mehrmals täglich auftretenden Durst zweimal in der Woche mit eiskaltem Wasser aus einer Gießkanne überschüttet werden? Igitt, das hört sich ja scheußlich an. Nein, ich möchte natürlich nicht mit eiskaltem Wasser übergossen werden. Sehen Sie, aber genau das macht man mit uns armen Blumen. Nein, das ist ja furchtbar. Ja, und was kann man da machen? Nichts einfacher als das, junge Frau. Zum Frühstück nehmen auch wir Blumen gern ein Tässchen Kaffee mit Milch und Zucker. So. Natürlich darf man den Kaffee nicht brutal auf einmal auf die Blume draufgießen, sondern soll ihn der Blume in kleinen Schlucken in den Topf gießen. Aha, Kaffee in kleinen Schlückchen. Jawohl. Hm? Mittags trinken wir Blumen gern ein Gläschen Fruchtsaft. Aha. Auf keinen Fall darf man uns Mittag
mit kohlensäurenhaltigen Limonade gießen. Bei den danach auftretenden Rülpsern sind schon viele Blumen aus dem Topf gefallen und haben sich den Stängel gebrochen. Nein. Also, wie war es? Ja, mittags Fruchtsaft. Jawohl. Und abends vor dem Einschlafen. Abends? Tut uns ein Gläschen heiße Milch gut. Es gibt natürlich auch ein paar traurige Ausnahmen unter uns Blumen, die abends Bier oder andere alkoholische Getränke zu sich nehmen. Ich kann aber allen Menschen nur abraten, ihren Blumen abends Alkohol in den Topf zu gießen. Diese Blumen stören in ihrem beschwipsten Zustand häufig die Nachtruhe durch Wüste, Gesänge. Oft fallen sie auch mitsamt Topf von der Fensterbank und richten dabei beträchtlichen Schaden an. Oh, ja, also abends Milch in kleinen Schlückchen, aber auf keinen Fall Alkohol. Jawohl. Und jetzt möchte ich noch was ausrichten. Ja, was denn? Einen Blumengruß an alle Leserinnen vom neugierigen Nachmittagsboten. Ach, Michael. Hä? Ich kann nicht mehr. Mir tun auch schon vom vielen Tippen alle Finger weh. Aber wenn wir uns nicht beeilen, Honey, wird unsere Zeitung nicht mehr rechtzeitig fertig. Ja, keine Panik, lass mich mal tippen. Ich mach das schon. Du? Ja. Du willst auf der Schreibmaschine tippen? Mit deinen Riesenpfoten? Dich persönlich werden, bitte, ja? 1, 2, 3 und schon geht's los. Das muss ich unbedingt sehen. Was steht denn da? Da steht, guten Tag mal. Zuerst will ich was über Blumen be... Ach, da steht's. Ölke, Stopp, Michael. Was liest du denn da für einen Blödsinn vor? Das steht hier, hat er getippt. Das muss Finnisch sein oder sowas ähnliches. Finnisch? Jeti, ich wusste gar nicht, dass du auch Finnisch schreiben kannst. Ja, was man nicht alles kann. Naja, egal. Auf jeden Fall muss ich das nun noch alles nochmal tippen. Tja, alles nochmal. So eine Gemeinheit. Immer habt ihr was zu meckern. Dabei wollte ich euch bloß helfen. Aber wir wären nicht rechtzeitig fertig, wenn du jetzt nochmal alles von vorne tippst, Honey. Ja, nur reg dich mal nicht auf, Michael, denn dann werden wir auch nicht rechtzeitig fertig. Viti, du gehst schon mal los und besorgst Papier. Papier? Was ist denn das, Michael? Papier? Ausländisch tippen kann er, aber nicht wissen, was Papier ist. Jeder weiß doch, was Papier ist. Papier ist weiß und wird aus Holz gemacht. Na gut, dann gehe ich jetzt eben Papier holen. Honey, und ich gehe jetzt zur Druckerei Dattelmann und frage, ob wir dort unsere Zeitung drucken dürfen. Oh ja, und ich komme gleich nach, wenn ich mit dem Tippen fertig bin. Beeil dich aber, Honey, Beeilung. Ja. Ja, da ist er ja. Herr Dattelmann! Ja, Moment! Was gibt's denn? Guten Tag, Herr Dattelmann. Ich hätte eine Frage. Ja, immer gern zu Diensten, Herr Katzengreich. Es ist nämlich so, die Honey, die Yeti und ich, wir haben eine eigene Zeitung gegründet. Und nun wollte ich dich mal fragen, ob ihr die hier drucken könnt. Hm? Ja. Schön, aber da müsst ihr Papier mitbringen. Das hier ist nämlich alles schon bedruckt. Alles schon bedruckt? Das machen wir auch, Herr Dattelmann. Papier ist schon in Arbeit. Na, dann ist ja alles klar. Alles klar, nur da wäre noch ein kleines Problem. Aha. Es ist so, wir haben nämlich noch nie gedruckt. Ah, na ja, dann kommt mal mit. Dann werde ich euch mal zeigen, wie man eine Zeitung druckt. Bin ich aber gespannt. Thank you.
sehr beeindruckend, Herr Tattelmann, sehr beeindruckend. Aber so viele neugierige Nachmittagsboten wollten wir eigentlich nicht drucken. So viel Papier bringt der Jedi bestimmt auch nicht mit. Ja, wenn das so ist, dann zeige ich Ihnen doch mal, wie man auf die althergebrachte Art und Weise eine Zeitung druckt. Ja, kommen Sie mal. So, das hier ist meine Setzerei und das da ist Norbert, ein Mitarbeiter von mir. Der wird Ihnen jetzt alles erklären. Ah ja. Norbert, sei doch mal so nett und erklär Herrn Katzengreis, wie gesetzt wird. Ja, ich habe nämlich noch zu tun. Vielen Dank, Herr Dattelmann. Vielen Dank, vielen Dank. Wie funktioniert das denn nun? Ja, hier in diesen Kästen sind einzelne Buchstaben. Aus Metall? Aus Blei. Toll. Und die werden zu Worten bzw. zu einer ganzen Zeile zusammengesetzt. Ganzwortmethode. Wie machst du denn die Zwischenräume zwischen den Wörtern? Die Zwischenräume, das ist auch aus Blei. Die sind etwas niedriger, die drucken nicht mit. Löcher aus Metall. Genau. Und was machst du, wenn die Zeile fertig hast? Wenn die Zeile jetzt fertig ist, so wie hier, dann nehme ich sie aus dem Winkelhaken und stelle sie auf das Schiff. Das Ding heißt Schiff, die Platte? Das heißt Schiff. Und das ist ein Zwischenraum, der kommt zwischen die einzelnen Zeilen. Der Klar. ist auch aus Blei. Klar, muss ja auch, sonst hängen ja die Zeilen zusammen. Und was machst du dann? Dann nehme ich die Kolumnenschnur. Wie heißt die Schnur? Kolumnenschnur. Ist ja ein tolles Wort. Und binde Wort. Den Satz aus. Kolumnenschnur, ein tolles Wort. Dann bindest du ihn zusammen. Und was passiert danach? Dann wird der Satz in die Abziehpresse geschoben und abgezogen. Aha. Und da kannst du nachgucken, ob du Fehler gemacht hast. Ja, und wenn da Fehler drin sind, werden sie beseitigt. Das müsste man beim Diktat auch machen können. Das will ich jetzt mal angucken. Jetzt schiebt er das da vom Schiff rein, den Satz. Jetzt wird er festgemacht. Bin ich aber gespannt, was das wird. Jetzt kommt ein Stück Papier drauf. Und jetzt macht er den Probeabzug. Bin ich ja gespannt, ob da was draufsteht. Oh ja, steht was. Jetzt habe ich alles begriffen, Norbert. Vielen Dank. Jetzt kann ich mit der Zeitung beginnen. Oh, da bist du ja, Michael. Bin ich zu spät? Nee, gerade richtig. Jetzt muss nur noch der Yeti mit dem Papier kommen. Ja. Was hast du denn da in der Hand? Das sind die fertig getippten Seiten. Wo bleibt bloß Yeti mit dem Papier? Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Hoffentlich. Na endlich, da kommt er ja angewackelt. Wo warst du denn so lange, Yeti? Es war gar nicht so einfach, das Papier zu besorgen. Wäre ich bloß, naja, bist schon. Ja. Wo hast du denn das Papier? Na, das ist so schwer zum Reintragen. Das ist draußen. Kommt mal mit. Ja, angucken. Sag mal, Yeti, wo ist denn das Papier, was du besorgt hast? Du machst aber immer so komische Witze, Michael. Du stehst doch direkt davor. Ich sehe nur Bretter. Wo ist denn das Papier? Das war gar nicht so einfach, kann ich dir sagen, das zu besorgen. Drei große Bäume habe ich umgehauen, zersägt und weiß angestrichen. Ja, das darf ja wohl alles nicht wahr sein. Du reg dich mal nicht auf, Michael. Was hat er denn? Ja, weißt du, Yeti, die Sache ist so, das Papier, das du hier mitgebracht hast, das ist nämlich gar kein Papier. Aber Michael hat doch gesagt, Papier wird aus Holz gemacht und weiß ist es auch. Ja, das ist auch richtig, Yeti, aber bei Papier sind die Seiten etwas dünner. Ach so? Das darf doch wohl alles nicht wahr sein. Oh. Wir können doch nicht eine Zeitung aus Brettern machen. Die wiegt ja einen halben Zentner pro Exemplar. Ja, ich würde Ihnen ja gerne helfen, aber ich habe im Augenblick auch kein unbedrucktes Papier mehr da. Ach. Höchstens so ein Stapel unverkaufte Zeitungen. Oh, ich weiß was. Nein, nein, nicht schon wieder. Aber das ist doch eine ganz gute Idee. Wir haben doch noch was hier von der weißen Farbe übrig. Mhm. Und damit streichen wir alten Zeitungen wieder ganz weiß an. Na? Thank you.
Oh, hey, kommt mal her. Die erste Ausgabe vom Neugierigen Nachmittagsboten ist fertig. Oh, endlich. Oh, toi, toi, toi. Ja. Ich kann auch mal sehen. Ich hätte es nicht mehr geglaubt. Ach, du mein Schreck. Was ist denn? Das ist ja furchtbar, Michael. Wir haben was vergessen. Was denn, Honey, was denn? Seite 8. Wir haben vergessen, einen Bericht für Seite 8 zu schreiben. Die Sorgen nehmen kein Ende. Hab ich schon wieder was falsch gemacht? Nein, diesmal haben wir alle was vergessen. Wir haben vergessen, einen Bericht für Seite 8 zu schreiben. Die ist vollkommen leer. So kauft uns kein Mensch den neugierigen Nachmittagsboten ab. Nee, so nicht. Oh, ich hab schon wieder eine gute Idee. Nein, er schafft mich noch mit seinen Ideen. Oh, Michael, nun lass ihn doch mal ausreden. Ja, schlimmer ausreden kann es ja gar nicht mehr kommen. Ja. Da ist auch was Wahres dran. Was hast du denn für eine Idee? Ein Bild. Ich male von uns allen ein schönes Bild auf die letzte Seite. Los, kommt mal mit. Komm mal mit, wir sollen mal mitkommen. Er will ein Bild machen. Naja. So, jetzt stellt euch mal nach vorne hin. Wo? Ja, mit der ersten Zeitung. Rück mal ein bisschen. Ja, stellt euch mal hin, damit ich euch gut sehen kann. Also, geht's so? Los. Ja. Also, erst Honey. Erst Honey. Ja. Eigentlich ist das eine gute Idee vom Didi. Ja, ich weiß nicht, das müssen wir erstmal abwarten. Dann Michael. Aber es dauert, es dauert. Michael. Du sagst es. So. Und dann ich. Wie willst du dich denn selbst malen? Oh, schön. Oh, er guckt in den Spiegel, schlau. Sehr schön. Na? Na? Oh, schon fertig mit der ersten Zeitung. Das darf doch alles nicht wahr sein. Wenn das so weitergeht, das halten meine Nerven nicht aus. Nicht wackeln, Michael. Sonst ist der Yeti mit Malen nie fertig. Nicht wackeln, nicht. Wackeln nicht mehr. Ganz still. Ja, steh ganz still. Ja, dann Michael. Dann ich. Michael. Und schon wieder ich. Du, Michael, komm doch mal bitte her und schau aus dem Fenster. Oh je, alles umsonst. Tja, mitten in der Nacht können wir den neugierigen Nachmittagsboten nicht mehr verkaufen. Die Nachrichten sind jetzt alt, die kennt doch jeder. Was machen wir denn jetzt mit unseren Zeitungen? Ja, ich hab schon wieder eine Idee. Honey, halt mich zurück. Sonst gibt es ein Unglück, der immer mit seinen Sag bloß nichts, Yeti, sonst wird Michael noch böse. Außerdem hast du heute wirklich genug gute Ideen gehabt. Ach was, keine Sorge. Diesmal habe ich ganz bestimmt eine gute Idee. Großes Yeti-Erdwurst. Papierschwalben, frische Papierschwalben. Papierschwalben, frische Papierschwalben. 10 Pfennig das Stück. Ganz frisch, ganz frisch. 10 Pfennig das Stück, Papierschwalben. Dankeschön, 10 Pfennig das Stück. Und hier die neuesten Papierschwalben aus alten Zeitungen. Ganz frische Papierschwalben, 10 Pfennig. 10 Pfennig und hier noch eine. Dankeschön, danke sehr, Papierschwalben. Frische Papierschwalben. Und noch einmal 10 Pfennig das Stück für die Papierschwalben. Ja, ich habe auch du welche. Gib mir mal ein paar. Danke, danke. Ja, aber den Rest brauche ich. Ja, Papierschwalben. Dankeschön. Das geht ja. 10 Pfennig das Stück. Und hier noch einmal die Papierschwalben aus den alten Zeitungen. Das Stück. Sehr freundlich. Dankeschön. Die gehen ja weg. 15 Pfennig, anderthalb Papierschwalben. Anderthalb Papierschwalben. Ja, was wird mit dem Geld gemacht? Ja, die kosten 10 Pfennig das Stück. 10 Pfennig das Stück. Ich muss jetzt mal wissen, was mit dem Geld gemacht werden. 10 Pfennig kosten diese Papierschwalben. 10 Pfennig kosten diese Papierschwalben. 10 Pfennig. Und wer möchte noch eine Papierschwalbe? Papierschwalbe. Vielleicht noch 10 Pfennig. Ja, mach ich mal. Sie können,